58 Grad funktioniert in der Regel hervorragend. Dauert bei der Endpunktstelle gerade ca. 20 bis 25 Minuten. Großen Gürtel der Zweilage, eigenes Gürtel sieht natürlich hervorragend dazu. Ein bisschen Püree, nochmal. Und dann ist eigentlich das Wichtigste ist der Lack, den wir jetzt zubereiten. Besteht aus hoher Sojasauce, Honig, Szechuan-Pfeffer, schwarzer Pfeffer, Pfeffersalz und Pfeffer. Weil der ganz speziellen, feinen Geschmack hat, der Szechuan-Pfeffer, das passt für die hervorragend. Also probieren wir es mal mit dem. So, dann Sojasauce. Das ist jetzt Ketjap Manis, das ist halt eine herzhaftere Sojasauce, das ist eigentlich ganz gut zu verwenden dafür, weil sie auch ein bisschen dicker ist. Ketjap Manis ist süß und Asin ist etwas. Das schmeckt natürlich jetzt anders, können Sie mal riechen. Oder? Wichtig ist da das Pfefferaroma. So, dazu haben wir bei Kassier den Maronen. Einfach nachher mal probieren. Das ist ganz gut, wie gesagt, Szechuan Pfeffer ist da, wenn Sie zu Hause das Rezept machen. Das ist wirklich eine schöne Sache, gerade verpackt, weil man die Endwurst wirklich nur kurz in die Labo rein. Man kann da ja, so wie wir es hier haben, drei Stück in Reihe geschaltet. Machen wir bei großen Back jetzt auch, drei Stück in Reihe geschaltet. 150, 200 Portionen laufen da hinten separat. Kann überhaupt nichts passieren. Sie können natürlich dadurch durch die Temperatur, 56 Grad, bei Entenbrust auch optimal. Kann da gar nichts passieren. Die können auch eine Dreiviertelstunde drin bleiben, eine Stunde drin bleiben, das geht absolut nicht. Rausnehmen, kurz auf den Tuch, machen wir gleich auch. Und dann nochmal kurz an der Salamander. Und dann kann man das relativ gut alle benötigen. Beispiel mit den Entenbrüsten, die Veranstaltung später kommt oder die Gäste kommen ja auch oft dabei und sagen, ja, wie sieht das aus? Wenn wir noch eine Rede haben, es dauert eine halbe Stunde länger, gibt man ein durchgebratenes Rinderfilet oder das passiert dann. Einfach optimal oder auch im Gourmetbereich, wo uns die Gourmetküche, denke ich für mich auch ein bisschen gerade, dass der Fisch auch immer auf dem Punkt ist und eben nicht, wenn der Besser drauf ist jetzt. Vielleicht ein bisschen überwartet, dann ist dann noch schon Leute, die da gerade zu dem Herd legen und darauf achten. Das ist einfach auch eine große Erleichterung. Thank you.